Hallo liebe Kinder, vor Ostern will ich mit euch zusammen eine Ostermusik spielen. Da will ich mitspielen. Zu dieser Musik gibt es ein Lied. Aha. Das Lied heißt Hot Cross Buns. Das klingt aber ich spiele es euch mal vor. Gitarre. Hot Cross Buns. Hot Cross Buns. One a penny, two a penny. Hot Cross Buns. Einige von euch kennen das Lied bereits. Also ich kenne das Lied nicht. Das klingt ganz komisch. Hot Cross Buns ist in einer anderen Sprache. Aha. Nicht in Deutsch, sondern in Englisch. Zum Beispiel in dem Land Großbritannien, manche sagen auch England, yes, no. Da sprechen die Leute Englisch. Was bedeutet Hot Cross Buns? Hot, heiß. Aha. Cross, Kreuz, ja. Und Buns ist ein... Ja. Irgendwas zum Essen, gell? Irgendwas zum Essen. Buns ist ein Rosinenbrötchen. Aha. Ich mal euch mal ein Hot Cross Buns. Das ist zuerst ein Rosinenbrötchen mit vielen Rosinen. Dann brauchen wir ein Kreuz aus Zuckerguss, damit man es essen kann. Und das Hot Cross Buns ist hot. Das heißt, es ist nicht mehr richtig heiß, aber doch noch warm. Ach so. Dampft noch ein bisschen. So. One a penny, two a penny. Ah, one, das one, war. Two, das three, kann ich four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ja, das kann ich auch. One a penny ist Geld. Aha. Ihr seht es. Mhm. Two a penny. Mhm. Die Kinder in Großbritannien oder England bekommen ein Hot Cross Buns an Ostern, genau wie ihr die Ostereier. Für unsere Ostermusik brauchen wir jetzt Klanghölzer. Klanghölzer. Hier gibt es keine Klanghölzer. Oh, stimmt. Die Klanghölzer sind in meinem großen Koffer. Der ist im Auto. Und das Auto ist in der Garage. Was machen wir da? Warte mal, ich habe eine Idee. Warte mal. Nichts passiert, alles in Ordnung. Nichts passiert. Tolle Idee. Clown, wir brauchen auch Rasseln. Rasseln, ah. Mir fällt was ein. Oh, prima. Jetzt bin ich gespannt. Wir brauchen auch ein Becken. Becken. Ah ja, ich weiß. Komm, prima. Boing, 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 boing. Ja, toll. Mhm. Jetzt kann es losgehen. Die Klanghölzer, die Kochlöffel-Klanghölzer, die spielen zum Lied. Hot. Ton. Hot Cross Buns. Yeah. Hot Cross Buns. Yeah. One a penny, two a penny. Hot Cross Buns. Wir brauchen jetzt die Dose. Die Dose werde die Dose ich nachher spielt spielen. In die Pause. Hot Cross Buns. Point. Hot Cross Buns. Boing. One a penny, two a penny, Hot Cross Buns. Die Dose bekommt noch eine zweite Aufgabe. Kurz bevor das Lied in unserem Konzert wiederkommt, spielt die Dose ein Crescendo. Das heißt, ganz leise und wird immer, immer lauter. Hot Cross Buns. Hot Cross Buns. So, das hört sich auf der Gitarre wie folgt an. Hot Cross Buns. Boing. Genau. Die Rasseln.
Schüttelboxen. Die haben wir hier. Die Gitarre spielt dazu. Was fehlt jetzt? Wir brauchen Hilfe. Dominik, Lotta, bitte kommt. Jetzt können wir die erste Probe zusammenspielen. Mhm. So. Die Kochlöffel beginnen mit dem Rhythmus. Ich singe jetzt aber Hot Cross Buns. Das Becken kommt dazwischen. Die Schüttelboxen warten. Eins, zwei, drei, vier. Probieren wir es. Wir spielen einfach durch. Wenn jemand nicht mitkommt, dann guckt er, wo wir sind mit der Musik und steigt wieder ein. Cheers.